Wenn die PlayStation 4 zu laut wird und ständig bläst, liegt das meistens an den Luftschlitzen, Lüfter und Kühler, die sich mit Staub zugesetzt haben. Damit die PlayStation 4 wieder leiser wird, zeige ich euch hier, wie man sie selber reinigen kann. Hier seht ihr, wie meine PlayStation vor der Reinigung ausgesehen hat. Wichtig zu wissen, die Garantie, falls noch vorhanden, erlischt, da man dann Garantieaufkleber beim Aufschrauben abmachen muss. Wer diese Anleitung nachmacht, ist natürlich selber für alles verantwortlich. Die Reinigung ist aber relativ einfach machbar, wenn man ein wenig technischen Sachverstand hat. Sehen wir uns das Ganze mal an. Bevor ihr loslegt, solltet ihr euch folgendes Werkzeug zurechtlegen. Wir brauchen einen Staubsauger, kleine weiche Pinsel, einen Torx-Schraubenzieher Größe T9, einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen kleinen Schlitzschraubenzieher und ein Mikrofasertuch. Zum Reinigen ziehen wir alle Kabel und Stecker ab. Dann saugen wir als erstes die Lüftungsschlitze und die Kabelanschlüsse von außen mit dem Staubsauger. Falls der Staub irgendwo etwas hartnäckiger festsitzen sollte, könnt ihr mit einem weichen Pinsel nachhelfen. Dann öffnen wir an der Oberseite die Abdeckung für die Festplatte. Dazu braucht ihr kein Werkzeug, sondern drückt die Abdeckung in der Mitte etwas ein, bis sich die Zapfen lösen und schiebt sie nach vorne. Schon liegt die Festplatte frei. Nehmt euch wieder den Staubsauger und saugt die Festplatte, den Innenraum und den Deckel ordentlich sauber. Wer will, kann natürlich wieder den Pinsel oder das Mikrofasertuch nehmen, um den festsitzenden Staub zu lösen. Sobald ihr alles gründlich gereinigt habt, schiebt ihr den Deckel einfach von vorne wieder drauf, bis die Zapfen festklicken. Um ans Netzteil an der Unterseite zu kommen, müssen wir das Garantiesiegel abnehmen und die Torx-Schraube, die neben dem Stromanschluss liegt, entfernen. Der Deckel hängt dann noch an zwei Zapfen seitlich fest. Hier fahren wir mit dem Schlitzschraubenzieher etwas unter die Abdeckung und hebeln den Deckel vorsichtig auf. Dreht den Deckel um und saugt innen alles gründlich sauber. Wenn ihr damit fertig seid, legt ihn erstmal beiseite, denn als nächstes werden wir innen noch das Netzteil, Lüfter und Kühlrippen vom Staub befreien. Um an die Kühlrippen zu kommen, müsst ihr das Netzteil ausbauen. Das ist mit drei Torx-Schrauben befestigt, die ich jetzt gerade losschraube. Eine ist neben dem weißen Band, eine seitlich und dann ist noch eine seitlich bei der Blende. Sobald ihr damit fertig seid, braucht ihr einen Kreuzschlitzschraubenzieher, denn diese Metallblende ist auch noch aufgelegt, die muss man abschrauben. Das sind an den beiden Seiten eine Kreuzschlitzschraube, die ihr dann lösen müsst und sobald alles locker ist, könnt ihr das Metallblech abheben. Hebt das Netzteil senkrecht an, denn es steckt auf zwei Metallzapfen fest. Zudem ist es mit dem Kabel an der Platine befestigt, das ihr dran lassen könnt. Dreht das Netzteil dann einfach zur Seite und legt es ab. Nun ist alles zugänglich und wir können anfangen, den Innenraum am besten auch wieder mit einem zusätzlichen Pinsel zu reinigen. Wenn ihr den Lüfter sauber macht, haltet ihn dabei mit einem Finger fest. Der Lüfter ist nämlich mit einem Elektromotor verbunden, der auch Strom produzieren kann, wenn er sich schnell dreht. Der so erzeugte Strom könnte andere Bauteile schädigen. Aber mit einem dünnen Pinsel kommt man gut hinein und man kann den Staub so vollständig lösen und absaugen. Unten seitlich kommt man gut an die Kühlrippen, die wir nun ebenfalls entstauben. Auch dabei kann sich durch den Luftstrom der Lüfter bewegen. Legt deshalb einfach wieder euren Finger auf den Lüfter, um zu verhindern, dass er unkontrolliert hochdreht. Jetzt müssen wir nur noch das Netzteil vom Staub befreien. Dabei reicht es, wenn wir einmal die äußeren Lüftungsschlitze und auf der Rückseite noch den Innenraum des Netzteils gründlich absaugen. Damit sind wir fertig und wir bauen wieder alles zusammen. Steckt das Netzteil wieder senkrecht auf die beiden Metallzapfen und drückt es fest, bis die Verbindungen einklicken. Als nächstes schrauben wir wieder die Metallplatte mit den beiden Kreuzschlitzschrauben seitlich fest. Dann werden die Torx-Schrauben wieder eingesetzt. Torx-Schraube 1 kommt innen ran. Die Torx-Schraube 2 neben der Metallblende. Und die Torx-Schraube 3 an der Seite. Damit ist das Netzteil wieder fertig eingebaut. Zum Abschluss montieren wir wieder den Deckel auf die PlayStation. Klappt ihn dazu auf das Gehäuse,
Klickt die beiden Seitenlaschen ein und schraubt die letzte Torx-Schraube neben dem Steckeranschluss fest. Damit sind wir fertig. Ihr findet die Anleitung auch als Artikel, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Viel Spaß beim Spielen und tschüss!